Knapp 4 Kilo schwer und gut 34 Zentimeter groß. Seit 1929 wurden insgesamt 2809 der goldglänzenden Oscar-Statuen verliehen. 10 davon sind jetzt im Deutschen Filmmuseum am Museumsufer zu sehen. Unter anderem die von Billy Wilder, Clark Gable und John Huston. Ein Hauch von Hollywood in der Main-Metropole also? Ich glaube, mehr als nur ein Hauch von Hollywood, sondern tatsächlich ein richtiger Knaller. 10 Oscars wurden noch nie ausgeliehen ins Ausland. Das ist der Fall. Und man wird hier Entdeckungen machen können von Filmen, von denen man schon gehört hat und auf einmal wirklich Aha-Erlebnisse haben. All diese Filme, die ausgezeichnet wurden. Der erste übrigens Oscar-Preisträger war ein Deutscher, Emil Jannings, im Jahre 1929, als eine ganz großartige Ausstellung. Die Oscar-Statue, wie wir sie heute kennen, wurde vor 85 Jahren von George Stanley gefertigt. Der Entwurf stammt von Cedric Gibbons, Chief Art Director von Metro-Goldwyn-Mayer. Sie zeigt einen Ritter, der auf einer Filmrolle stehend ein Kreuzfahrerschwert präsentiert. Woher der Name Oscar stammt, ist übrigens bis heute nicht eindeutig geklärt. Der Name Oscar, da gibt es verschiedene Theorien, wo der herkommt, weil eigentlich heißt der Preis Academy Award of Merit und so heißt er auch heute noch offiziell. Den Spitznamen Oscar hat er in den 30er Jahren bekommen. Mitte der 30er wird er das erste Mal in den Medien schriftlich verwendet. Ob der Namensgeber jetzt Margaret Herrick ist, die erste Bibliothekarin der Academy, die meinte, der sieht aus wie mein Onkel Oscar, oder die Schauspielerin Bette Davis, die gemeint hat, der Hintern der Statue würde sein wie der Hintern ihres damaligen Mannes, der den Mittelnamen Oscar hatte, das weiß man bis heute nicht, welche Theorie da die richtige ist. Neben den eigentlichen Oscars gibt es auch zahlreiche weitere Exponate zu sehen. Storyboards, Briefe, Drehbuchausschnitte und nicht zuletzt historische Filmplakate nehmen den Besucher mit auf eine Zeitreise durch die bisherigen 85 Jahre der Oscarverleihung. Realisiert werden konnte das Ausstellungsprojekt vor allem dank der guten Beziehung zur Academy of Motion Picture Arts and Science. Ja, wir hatten mit der Academy schon ein gutes Verhältnis. Wir haben zusammengearbeitet. Die Academy in Los Angeles hatte auch schon eine unserer Ausstellungen gezeigt. Jetzt läuft gerade die Stanley Kubrick-Ausstellung in Los Angeles. Wir sind da also sozusagen nicht ganz Unbekannte, um es mal so auszudrücken. Und dann haben wir halt mal irgendwann angefangen. Wir würden ganz gerne eine Ausstellung machen über Oscars. Und ich muss sagen, es ging sehr rasch. Und es gab dann auch die Bereitschaft zu sagen, okay, kommt vorbei. Guckt euch in unseren Archiven um und wählt etwas aus, was ihr gerne zeigen würdet. Wer jetzt Lust bekommen hat, auf den Spuren von Clark Gable, Ben Kingsley oder Sharon Stone zu wandeln, bis zum 28. April wird die Ausstellung in Frankfurt zu sehen sein.